Hallo. Yes. Ich singe Carmen. Yes. Very good. Thank you so much. So, du bist aus welchem Land, wenn ich fragen darf? Aus Südkorea. Ja, und du heißt noch einmal? Kon-hee. Kon-hee, okay. Kon-hee, ist das eine neue Arie oder eine alte? Oder? Seit 6 Monaten habe ich gelernt. Ah, okay, sehr schön. Thank you.
schwer. Wie fühlst du dich, wenn du das singst? Immer die Englisch? Nein. No. Deutsch. Deutsch. Ja. Immer? Immer bis hier. Sie? Die Kehle. Die Kehle zu hoch. Die Kehle zu hoch. Okay. Wenn ich in die Höhe gehst. Okay. In die Höhe. Ja, ja, ja. So, seit wie lange singst du das? Ich meine, du hast gesagt, 6 Monate, habe ich richtig verstanden. Aber du bist im Lernprozess oder hast du es schon vor jemandem gesungen im Konzerten oder so? Noch im Lernprozess? Eine kleine. Mm-mm. Aber du fühlst dich nicht wohl, also ein bisschen anstrengend. Ja. Okay. Well, the good news of the day is, dass man hört es von außen nicht wirklich. Man hört eine sehr schöne Stimme, with very easy high notes, very supple, also elastisch, flexibel. Also du bist eine sehr schöne Sängerin. Ne? Brava, complimenti. Yeah? It's beautiful what you're doing. I know it's very difficult this idea. Brava. There are little things. So about diction, but they're little. For example, be careful when you pass auf, wenn du sagst mio. It's always E longer and O shorter. Mio. Verstehst du? Ja. Verstehst du? Aber ja, du solltest dich ein bisschen wohler fühlen, weil ich glaube, das ist wirklich dein Kleid, deine Handschuhe. Ich glaube, das ist für dich, absolut. Ja, ja. Du bist so bescheiden. Wie alle asiatische Sänger. Ja, du bist sehr jung oder siehst du so nur aus? 29. Ah, ja. Weil ihr seht alle aus wie 13. Man versteht nie, aber gut, das hilft in der Business, es hilft. Nein, du bist sehr schön und du bist eine schöne Sängerin. Ich meine, schön in the sense, die Stimme ist ein kleiner Juwel. Brava. But now, if the problem is this, where do you start to suffer? Wo fängst du an, wirklich zu leiden? Wo fängst du an zu sagen, hier geht es gar nicht mehr? Wo fängst du an? Hier? In the scale? Yeah, when you go up to the door? To the door. Yeah, von hier bis da. Ja, da geht es nicht mehr. Yeah. Okay. Dann, let's jump. Lass uns direkt zu den Problemen gehen und sehen, ob wir etwas tun können zusammen, um dir zu helfen. Wir versuchen, wo möchtest du? Helfen. Si. Maestro, wenn wir dieselben Seiten haben, ich weiß es nicht, 112, haben wir dieselben Seite? 112, okay. Der dritte Satz, e fin l'ultimo, ja. Können wir das? Okay. Okay, du hast wirklich eine schöne Stimme, meine Güte. You're very blessed. Yeah. Yes. You know this? No, you don't. Blessed. Yeah. Blessed. Du bist sehr gesegnet. Du bist sehr. Aha. Yeah. We know it. The only one who does not know it is you. I have the impression here. You have to understand that your sound is really of great quality. Brava. Danke. Ich muss danken. Ich muss sagen, danke. Ja? Verstehst du? Ja. Ja? Kleines bisschen mehr. Ruhig. That's me. That's not someone else singing. That's me. Brava. That's me. You understand? Yeah. That's important. Okay? Yeah. So, said this. Why did I stop you? Ah, yes. I stopped you because I heard and you have a precious voice, but of course, the voice of Caro Nome, leggera. Be careful in the middle range. Yes, Entschuldigung, in der Mittellage. Yes. Kannst du bitte schön, mehr fokussieren? Ja, don't throw it away. Nicht. Ja. Da fängst du schon an, dich müde zu machen, ja? Okay, Mittellage sparen. Stimme sparen, Energie sparen, Atem sparen. Ja, yeah? You have a lot. This is a marathon aria. Ja, yeah? Du verstehst alles, was ich sage? Ja. Okay. Maybe from the same point. Mm.
ausgeschlossen. And then you remain in that. It's like a tunnel. You go in this tunnel with your train, in the city Zug, und du bleibst da. And nicht mehr bewegen. You're already there. Wie war dieses C? Mühsam oder ging es? C? Ja, das hohe C. Du hast gesagt, du hattest ein bisschen Mühe früher. Wie ging es, ne? Jetzt? Gut. Es war besser. Yes. Okay? Okay. Can we do it again? Carono. Maybe the same place? Caronome. Warum hilfst du dir nicht, ja, dir nicht mit dem Konsonanten? Instead of making, ja, du möchtest es so dolcissimo machen. Ich verstehe es, aber du kannst dolce machen auch mit Konsonanten. Okay. Ah, und dann. Okay. Da ist keine Konsonante. K. You're not a beginner. Du kannst singen, aber du kannst nicht mehr ankern. Du kannst nicht mehr ankern zu deinem Rücken. Hier. Mire, fala, la si do. Bisschen mehr. Ja? Bisschen mehr Halt. Ich glaube, es ist das. Ich glaube, es fehlt ein kleines bisschen dieses Ankern, dieses Halt. Zu dir selbst. Ja, Enrico Caruso sagte immer, er spürte wie eine Wand hinter im Rücken. Spüre, where your power is. Es ist in deinem Rücken. Kannst du dich ein bisschen mehr... Es ist nicht nur... Wir arbeiten nie mit einer einzigen Kraft. Es ist nicht nur raus. Wir brauchen immer... It's like a bit driving a car, ein Auto. Ja, wir haben Brake, also Bremse, Pedal und Gaspedal. Wir haben beide nötig. Wir müssen also ankern und ein kleines bisschen den Atem natürlich in Kontrolle haben und verlangsamen und gleichzeitig mit dem Gaspedal ja die Energie bewegen. Es ist dieses Gleichgewicht finden. So it's not just, it's not only this, it's both. It's the goldene Mitte. Mit beiden ja, arbeiten, mit beiden Pedalen. Also es ist ankern, ich bin geankert. Ich bin in mir selbst, ich ruhe. Ich fühle meinen Körper, ich fühle meine Wirbelsäule. Ich habe mein Gewicht auf meinen Fersen und auf meinem Rücken. Und gleichzeitig, ja natürlich, of course, auch die Energie bewegen. Beide Pedalen. Ich habe den Eindruck, du arbeitest gut. Also, you can sing, okay? Just to say it in a very simple way. But it's not just what? Es ist nicht nur Gas geben, ja, man muss auch Kontrolle haben. Es ist beides. Ja, denkst du? Lass uns mal sehen. Okay, maybe from. Let's try. Wie war das? Gut. Es wäre besser.
Besser? Ja. Hast du es gespürt? Ja. Ich habe es gehört. Du hast es gespürt, ich habe es gehört. Ja. Ja, es ist absolut proportional. Ja. Verstehst du? Ja. Das ist keine kleine Sache. Das ist keine kleine. Ja. It's not a little thing. Ja. It's a big thing. This makes it an enormous difference because this is, of course, a marathon aria. This is a killing aria if you do it with a kehle auf oder die ganze Rolle. So you need to to have this anchor, this Halt, to be more, also wenn man mehr mit dem Rücken arbeitet, wenn man sich mehr ankert, die Kehle folgt, ja, Zwerchfell geht auf, man macht den Rücken auf, Zwerchfell bleibt auf, man hat die Kontrolle und automatisch, this is the good news of the day, deine Kehle folgt. Sie arbeiten ein bisschen so, Hand in Hand, okay? So this is why it's so important. So don't think only, nicht nur denken, immer rauskotzen, weil die Kehle dann steigt, wie ein Lifter. Ja? Let's go on. Du bist sowieso immer in der Höhe. Wir können weitergehen und es wieder probieren in dem nächsten Satz. Achtung, du, apart from the fact that your voice is fantastic, your voice is not big, giusto, right? Und du hast schon die Hälfte der Stimme verloren. Fokus, ein kleines bisschen durch die Lippen, ja? Ja? You're squeezing. Closing? Was ist los? Ich sehe, dass du ein bisschen in Not bist. Machst du zu? Kleines bisschen. Was ist? Wenn hier. Ja? 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 Ich weiß es nicht. Okay. Hier. Kannst du wirklich mit deinem Kopf ein bisschen ruhiger bleiben und ein bisschen in diese Richtung? So, als ob ich kommen würde und wirklich wie Pinocchio, ja? Ich hole dich nach oben und ein bisschen nach hinten. Als ob du es inhalieren würdest. Weil ich denke, dass das ein kleines bisschen dir helfen könnte. Ein bisschen so denken, als ob du zu jemandem singen würdest, der hinter dir steht eigentlich. Can we try this? No, ein bisschen vorher, den Satz vorher. Oh,
Did it help? Hilfe, hilft es? Es hilft. Ja. Ja? Ja. Well, if it helps, und ich denke auch, you should keep it. Or not. What do you think? Wenn es hilft, wenn es in der Tat, ich denke auch, ich denke, du warst ruhiger und stabiler. Ja, ruhiger auch mental, du warst ruhiger. Du warst mir ja, oh Gott, es funktioniert. No Angst, ich habe keine Angst gesehen, ja? Dann solltest du es, ich denke, ausprobieren und bewahren. Das ist eine sehr wichtige Sache. Das ist keine kleine Sache. Das macht einen Riesenunterschied. Weil du warst mehr geankert zu deiner Wirbelsäule. Du warst mehr in dieser Position. Die Position für uns Sänger ist sehr, sehr wichtig. Es ist nicht eine kleine, ein kleines Detail. Ja? Besser? Ja, besser. Ja, okay. Also dann in dieser Richtung, deswegen sagen wir so oft, inhalare la voce. Wir sagen das, weil in dieser Art und Weise, man drückt nicht mehr, man hebt den weichen Gaumen, ja, man streckt the pharynx, ja, man kreiert mehr Raum, ja, man geht mehr in den eigenen Resonanzräumen und man aktiviert die ganze Muskulatur hier des Nackens, ja. Vor allem das, man geht zur Wirbelsäule, wo actually the power von einem Sänger ist, ja? Ich denke, es ist gut, diese Sache. Ist es gut? Ja, gut. Okay, nice. Then we can go on, ja? Du hast Angst oder du oder was? Du hast Angst. Du hast Angst vor was? Ja, 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 ja. But I mean, to hurt yourself, dich zu verletzen. Wovon hast du Angst? Do you have the note in your voice? I think yes, you do. So probably you close. Meine Güte, weil ich unterrichte sehr viel auf Englisch. Du machst die Kehle zu, ne? Wahrscheinlich da oben. Du hast Angst, weil du machst ein bisschen Konstriktion. Okay. Okay, so kannst du, wenn du da oben bist, if you want to try, wenn du es versuchen willst, ja, ein inneres Lächeln denken. Schau, wenn ich hier und hier, auch du kannst es jetzt machen, ja, die Hand hier stellst, ja, und an einen inneren Lächeln denkst, ja, so. Was passiert? Ja, mehr Platz, mehr Raum. Ja. Merkst du, dass dein Hals wirklich sich öffnet? Ja. Ja. Okay, das ist wirklich eine Manöver, um dich zu wieder Raum zu schaffen. Wahrscheinlich da oben gehst du zu. Ich habe es noch nicht gehört, aber ich kann mir vorstellen, dass das das Problem ist. Ja? Wollen wir es versuchen? Und wenn du da oben bist, denke an einem Lächeln, aber nicht, es ist nicht das. Es ist hinter den Zähnen. Weißt du, wenn wir auf der U-Bahn sind und wir sehen etwas really strange, really, das, oh meine Güte, und man möchte höflich sein und man lächelt hinter den Zähnen, weißt du, ein bisschen, du öffnest deinen Hals, your throat, ja? Wollen wir versuchen? Okay, und dann, es sind mehr Sachen, singen ist deswegen ein bisschen schwer, man braucht schon kognitive Skills, weil es ist wie ein Puzzle. Mehr Elemente. Man muss natürlich eine offene Kehle, aber auch ja, gut geankert sein. Mehrere Sachen gleichzeitig. Ja? Gleichzeitig bitte. Nicht nur, ansonsten dann springt deine Kehle zu hoch. Man muss, ja, diese Energie natürlich,
the gas pedal and the brake. Yeah. So gleichzeitig auch tack. Okay. Sehr geankert, ja? Sehr, sehr geankert. Schau. Ich setze mich hin. Like, ich setze mich auf. Ja, so I open my back. Und when I do this, wenn ich das mache, schau, ob ich es will oder nicht, meine Kehle geht runter. Meine Kehle geht runter. It's involuntary. Das ist eine Manöver auch, was natürlich dir helfen wird, Freiheit hier mehr zu haben. Let's try. Let's try to see what happens. Come, let's try. Güte, wie hat sich das angefühlt? Alles benutze ich immer hier. Mehr? Mehr? Du warst mehr ruhig? Ja, immer ruhig. Und, ja. Mhm. Ja. Machbar? Möglich? Ja, possible? Ja. Es macht einen Unterschied? Also? Ein bisschen, ja. Ja, genau. Das ist eine große Wahrheit, die ich. Zumindest für mich, aber wirklich, je mehr ich unterrichte, desto mehr bin ich davon überzeugt. Ich habe lange Zeit gebraucht in meinem Leben, um zu verstehen, that we need both energies. Dass wir brauchen beide Energien. Manchmal, ja, wir fokussieren uns zu viel auf das, was richtig ist. Es ist nicht falsch, überhaupt nicht. Aber wir brauchen die goldene Mitte, wir brauchen auch die andere Energie. Das Öffnen des Körpers, das Halten und am Ende die Kontrolle. Der Appoggio ist das. Wir brauchen Appoggio und Sostegno. Der Appoggio and the Sustain. So, these are the two energies. Das Halten und sich fast, weißt du, auf dich selbst hinlehnen. Appoggio heißt, ich lehne mich, ja? Ich lehne mich, ja? Appoggio, ja? Okay? Denk an eine napoletanische Mama, ja? Sie hat 20 Kilo Spaghetti gekocht und jetzt ist sie müde. Wie steht sie? Oh, meine Güte, das war ein langer Tag. Ha! Ha! Man ankert. Das ist der Appoggio. Because, I mean, it's not only this, but it helps the leaning, the appoggio, the leaning will help you, ja, es wird dir helfen, ja, dann drücken zu stretchen, like in Yoga. So you have the control, du bekommst sofort die Kontrolle auf deinem Atmen. Du bist mehr geankert und wenn du das machst, die Kehle folgt. Ich denke nicht, dass du Probleme da oben hast, ehrlich gesagt. Wenn ich das höre, ich kaufe es. Sofort. Did you feel well? War es okay? Ja, also ich denke, das ist der Weg. Ich denke, das ist die Lösung. Ich denke, da war ein kleines bisschen wenig Ankern. Ja? Immer an diese doppelte Energie denken. Ja? Gaspedal und Brakepedal. Maybe dieses Bild, ja, macht es klar. Es ist ein einfaches Bild, aber es macht es uns ein bisschen deutlicher. Ja? Wir brauchen Kontrolle und gleichzeitig Geschwindigkeit. No? It's like this. Ja? Andere Sachen, haben wir jetzt noch Zeit? Ah, nein, wir haben überhaupt keine Zeit. Also, ich denke, es war wunderbar und du bist wunderschön. Bravo! Nice. This is yours? Ja. Noch jemand? Ja.